Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Craft Attack 7, meine lieben Freunde. Heute haben wir eine ganz große Besonderheit, denn heute habt ihr nicht nur einen Kevin in der Aufnahme, sondern zwei. Die doppelte Packung, Hallöchen. So, ich bin nämlich... Kevin ist wieder allein zu Hause. Ja, ich... Zwei Kevins allein zu Hause. Ich bin nämlich gerade beim lieben LP mit Kev, seinem Haus. Den Link übrigens von ihm findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr nämlich bei ihm vorbeischauen. Und du wirst uns heute mal zeigen, was du hier Wunderbares gebaut hast. Sehr, sehr gerne. Später kannst du auch gerne deine Basis mal zeigen. Denn ja, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich mal so eine kleine Rundführung mache, weil ich das Wochenende nicht da war. Ja, womit fangen wir an? Erstmal mit dem Offensichtlichen. Ich habe mich ja so ein bisschen in das Burg-Thema ein bisschen reingedacht. Dachte mir, es wäre ganz schön. Ursprünglich war halt der Plan, weil da gegenüber war Gommel, die Ballons sind Dena und hinten hat Unge gespielt. Die spielen leider alle gerade nicht so aktiv. Okay, Dena ab und zu, aber das scheint dann nicht mehr weiter zu bauen. Deswegen bin ich ja eigentlich relativ alleine oben auf meinem kleinen Berg. Und unter mir befindet sich Rotpilz in dieser Richtung und da hinten seid ihr halt alle. Mhm. Und ja, das ganze Ding hat damit angefangen, ist, wenn du hier durchläufst. Warte, dann siehst du es. Oh, was ist das? Du konntest da durchlaufen? Es muss geleckt haben in dem Moment. Ist das eine Falle oder wie? Ja, genau, dann fällst du hier runter. Du stirbst nicht, weil du hast ja auch die Schuhe mit Feather Falling, ne? Ja, warte, ich geh nochmal hin. Aber wenn jemand ohne Rüstung halt drüberläuft, hier ist halt ein versteckter Redstone. Ah, okay, dann wäre ich jetzt hier runtergefallen. Warte, genau, ich guck nochmal. Ah, jetzt funktioniert es gerade. So kann man es zeigen. Naja, und auf jeden Fall habe ich hier eine kleine Burg gebaut mit einer kleinen schönen Terrasse. Hier meinem Lagersystem, ein paar Öfen, die man halt so braucht. Und ich zeig dir gerne einfach mal... Achso, nee, das ist daher gekommen. Hups, sorry. Hier hinten geht's lang. Es gibt mehrere kleine Maschinchen, die ich so ein bisschen für mich entdeckt habe, weil ich sehr gerne Sachen sprenge. Du kannst ja gerne mal den Knopf drücken, dann siehst du, was passiert. Den hier jetzt? Der ist rechts. Ach da. Ja, genau, das hast du mir ja schon mal so ein bisschen in einem Livestream genau schon gezeigt, also dass du da schon sehr, sehr technisch begabt bist. Ja, der Schalter halt hier oben ist, dass das Ganze unendlich läuft. Kann man mal sehen, wie das Ganze sich sprengt. Ist ein sehr, sehr nützlicher Glitch. Und daraufhin hatte ich dir, glaube ich, schon mal gezeigt, ich weiß nicht, ob die Zuschauer das schon gesehen hatten in der Folge selbst, aber ein Fluggefährt, das auf dieser Basis funktioniert, wo man selber mitfliegen kann. Ja, genau, das hast du mir zwar schon mal gezeigt, aber wir können das ja nochmal eben zeigen. Ja, genau, steig gerne ein, schön vorne, pass auf, du wirst bestimmt geklickt. Ich sag jetzt, du bist okay, ne? Ich nenne das Gerät einfach mal den Kevcopter. Echt, den Kevcopter, der passt zu uns beiden. So. So, du wirst gleich gekickt, bevor wir loslegen. Ja, ich warte ganz kurz. Oder hast du OP-Rechte? Nee, ich habe keine OP-Rechte. Normalerweise werde ich immer gekickt, aber das kann passieren, dass das jetzt gleich... Okay, vielleicht liegt das Minecraft gerade günstig, okay. Dann let's go, Junge! Also das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Sache, ey. Ich muss sagen, guck mal, du siehst ja auch den Krater da unten, der macht da schon ordentlich Platz. Also, oh nee, jetzt habe ich unten alles ausgeleuchtet, damit meine Farm funktioniert. Egal, muss ich nochmal ausleuchten. Ja, aber man sieht schon da unten, da sind auch die ganzen Bäume weggesprengt mittlerweile. Ja, echt so. Beim allerersten Mal, da hatte ich die falsch gebaut und bin dann irgendwie 100 Blöcke in die Richtung geflogen und bin dann vom Minecart gefallen. Da bin ich gestorben. Hatte ich so ein Glück, dass das nicht mehr in der Renderdistanz war, sodass das nächste TNT meine Sache nicht gesprengt hat. Aber man sieht da hinten sogar noch die Schneise. Ja, genau. Aber da ist ja auch keiner im Weg, ne, wenn du da lang fliegst. Nee, genau, deswegen stell dir mal vor, da hätte jemand gebaut und du fliegst da drüber und sprengst alles in die Luft. Ja, das stimmt. Ja, das ist ja hier so ein kleines Testareal gewesen. Ich hatte ja eine kleine Streitigkeit mit Rotpilz zu Beginn. Da habe ich die Maschine entwickelt, um damit halt über seine Basis zu fliegen. Ja. Also, aber das ist sowas. Das ist wirklich das allerletzte Mittel, wenn du mit so einem Ding über jemandes Basis fliegst. Glaube ich. Ja, ich glaube, das wäre ein bisschen übel dann. So, komm, ich zeig dir mal was ganz Geheimes. Ich gebe dir mal einen Hin. Finde den Schalter, um die Geheimtür zu öffnen. Oder öffne die Geheimtür. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier irgendwo eine ist, weil du hast uns das schon mal gezeigt. Ich weiß nur nicht, wo du den hattest. Ich weiß, das war irgendwo, glaube ich, hier in der Ecke. Das war irgendwo hier in der Wand. Da hat sich das geöffnet, da sind wir runtergegangen. Ich gebe dir einen Tipp. Da, wo ich hingucke, findest du den Mechanismus. Irgendwo da.
ich weiß nicht mehr. Du hast sie auf jeden Fall letztens doch geöffnet. Ich weiß auf jeden Fall, wo es runtergeht. Aber da hatte ich nämlich noch gesagt, so, ey, wo seid ihr hin? Und dann hast du gesagt, ich halte die Tür für dich offen. So, komm, ich halte die Tür wieder für dich auf. Du hast das mit einer Kiste gemacht, ne? Eine unsichtbare Kiste, ja, ist richtig. So, komm rein. Hier bist du im kleinen Geheimlager. Hier habe ich mir so ein bisschen was zusammengebaut. Einmal, ich brauche ja für die Burg super viel Kabel. Das heißt, hier habe ich gerade eine ganze Doppelkiste Kabel benutzt, aber hier sammeln sich halt 4 Doppelkisten Kabel und hier sammeln sich halt 3 Doppelkisten Cleanstone. Mhm. Damit ich halt schon mal habe. Und ein bisschen Erfahrung. Bringt nicht viel, ich weiß. Cleanstone bringt weniger, aber ich brauche sowieso Cleanstone. Ansonsten hier der unendliche Ofen, der ohne Fuel funktioniert, weil die Bambusfarm halt, das ist so viel im Lager, da kann ich, wenn ich was durchbrennen will, tue ich in die oberste Kiste und es brennt halt schnell durch. Ja, und das wird alles hier schön über so Wassertunnel transportiert. Genau, hier ein Schalter, könntest du theoretisch die TNT-Farm, also siehst du, Cobblestone, Cleanstone und EP-Farm, kann man hier anmachen mit einem Knopf, können wir aber auch unten anmachen, dann ist es jetzt nicht so laut. Ja. Oh mein Gott, du hast eine Sache noch nicht gesehen. Bist du bereit zu leben? Oh mein Gott, ich weihe dich jetzt ein. Ich nehme mal lieber zur Sicherheit meinen Totem in die Hand. Wenn er irgendwie ein bisschen warnt. Tatsächlich nicht, aber komm, ich mach das auch mal. Bisschen vorsichtig, so, hier, nachdem du mich schon direkt am Anfang versucht hast, irgendwie in eine Falle zu locken. Ja, du wärst ja nicht gestorben. Guck mal, das Ding ist, es gibt ja, manchmal muss man einfach schnell zum Spawn. Ja. Und man hat keinen Bock zu laufen. Ich bin ja ein bisschen weiter weg. Setz mal das Minecart hier hin und drück den Knopf. Also jetzt erst Minecart hier auf die goldene Schiene setzen. Genau. Da ist gar kein Knopf mehr. Wieso ist da kein Knopf mehr? So, reinsetzen oder wie? Genau, reinsetzen und dann den Knopf drücken. Ich komme direkt hinterher. Okay. Hast du die Bahn gebaut oder hat die Joe für dich gebaut? Die allererste Eisenbahnstrecke, die es auf dem Server gab, sogar bevor es die am Spawn von Revi und so von The Joecraft gab. Die allererste Strecke und die ist auch sogar mit Rotpilz verbunden. Und theoretisch könnte sich hier jeder dran verbinden, weil du wirst gleich den Mechanismus sehen. Wenn du am Spawn bist, ich meine, du hast noch niemals einen Eingang gesehen, oder? Wie meinst du das, ein Eingang? Ja, irgendwie musst du ja mit dem... Ich sag dir eins, also du bist direkt am Spawn und kannst direkt losfliegen. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt, was jetzt passieren wird gleich bei deiner Bahn. Okay, da hinten kommt eine Wand. Ah ne, da geht's jetzt glaube ich rechts rum, wenn ich es richtig sehe, ne? Genau. Ja. Man ist auf jeden Fall also schon ein gutes Stückchen unterwegs. Alter, ich muss sagen, die Minecarts sind aber gut laut irgendwie in dieser Version. Ja, ja, du kannst das aber leiser stellen in den Optionen. Ja, aber ich habe jetzt Overall Sound einfach leiser gemacht, das passt. So, guck dir das an, bleib einfach sitzen und vertrau mir. Hier ist alles mit einer automatischen Technik, sobald du oben bist, einfach aussteigen. Guck dir das an. Ah, und das Ding ist zu. Ja, das ist geil. Secret-Eingang und du bist direkt am Teleporter und kannst direkt losfliegen. Ja, das ist natürlich cool. Wenn du mal schnell zugreifen musst, dann flieg mir gerne nach. Dann ist das hier der beste Weg. Weißt du, du kennst das selber. Man sagt, ja, komm mal dahin, komm mal nach Hause. Dann bist du halt immer mies am Laufen, ne? Und so setzt du dich chillig ins Minecart, isst ein bisschen was, weißt du? Machst du Musik an oder so? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, hier ist deine Basis, ne? Ja. Genau, ab zur Burg, dann zeige ich dir, wie es unten weitergeht. So, Moment. Zack, da bin ich. So, Sesam, öffne dich. So, zack. Also, genau, hier waren wir alles. Dann lass uns hier hinuntergehen. Kann man bedenkenlos runterspringen. Ich weiß nicht wieso. Ich habe hier sogar schon 2 Breit Wasser gemacht. Ja, du hast immer diesen Sound, ne? Genau, man kriegt diesen Sound, aber keinen Damage. Also auch ohne Schuhe und so würdest du keinen Damage kriegen. Vielleicht haben sie gemacht, dass du ab einer bestimmten Höhe immer so einen härteren Aufschlag zu hören bekommst. Na, das kann sein. Ja, hier auf jeden Fall eine Secret unendliche Bambusfarm. Denn wenn du hier hochgehst, kannst du es sehen. Ich habe mir eine Redstone-Clock halt gemacht, ganz klassisch. Alle 10 Sekunden gehen die Pistons ab, unten fährt ein Minecart, ganz entspannt. Ah, okay, also du hast es nicht mit einem Observer gebaut, so wie die meisten das Nein. machen. Nein, also ich wollte es ein bisschen, sage ich mal, als Server-freundlicher bauen. Deswegen sage ich einfach nur alle 10 Sekunden einmal bam, anstatt dass ein so Observer die ganze Zeit guckt. Und du siehst ja selber, das reicht. Guck mal, die wachsen immer so ein bisschen. Ja.
Ich muss das mit dem Minecart unten optimieren, das ist noch nicht perfekt, weil das fährt jetzt die Schnecke hin und zurück, das heißt, und dann wird hier alles halt automatisch ausgeladen, landet hier in diesem Fluss und geht nach oben in die Basis halt. Ja, das habe ich schon gerade gesehen, da sind schon durch die Röhre sind schon so ein paar Bambus gelaufen. Genau, es ist alles gerade noch so ein bisschen verschlungen. Theoretisch kannst du alles, wenn du hier durch die Seite guckst, auch durch den großen Aufzug verwenden. Aber hier hast du halt alle 10 Blöcke irgendwie einen Seiteneingang. Das heißt, auf der Seite kannst du runterspringen, da ist immer Wasser, da hast du den Aufzug und da hast du Treppen oder Leitern, theoretisch. Naja, auf jeden Fall hier, kleiner AFK-Farming-Spot, denn ich dachte zunächst, dass das ein super AFK-Farming-Spot ist, weil ich so eine Secret-Farm gebaut habe. Und zwar habe ich diese Secret Farm hier gebaut. Das ist eine Secret automatische Creeper Farm. Die produziert einfach nur am laufenden Band die ganze Zeit. Oh krass, wie funktioniert die denn? Also wo spawnen denn die Creeper? Hast du die? Das ist das Ding, das hier oben ist. Ich zeig dir das gleich. Die sind ja nämlich, deswegen dachte ich, der AFK-Spot ist gut, weil der ca. 40 Blöcke von der Farm weg ist. Das auf jeden Fall jetzt hier erstmal Cobblestone und TNT-Generator. Knallt halt den Cobblestone weg, der wird hier unter uns eingesammelt, fließt hier zur Seite und an der Seite hoch zur Basis, so alles unsichtbar halt, ne? Ja. Wird halt hier weggehauen. Ja, wird kann man theoretisch immer an- und ausmachen. Produziert. Da habe ich schon meinen ersten Strike für gekriegt von Officer Early Boy. Für die Farm oder wie? Ja, genau, weil tatsächlich Rotpilz hat genau unter mir gebaut und ich habe meine gesamte Basis in einem 3x3-Chunk-Radius gebaut, weil wenn du als Spieler online bist und ich bin ja nicht in der Nähe vom Spawn, das heißt, es sind nur meine umliegenden Chunks geladen. Und ich habe mir auch diesen Chunk-Loader gebaut mit dem Nether-Portal, das heißt, ich habe genau einen 3x3-Chunk-Radius und deswegen ist meine gesamte Basis, weil ich da den Berg auch nicht verändern möchte, in dem gesamten Bereich des 3x3-Chunk-Radius, damit es sozusagen immer geladen ist. Ja. Naja, auf jeden Fall. Hier war, glaube ich, nichts mehr. Dann lasst uns noch eine Ebene runtergehen. Hier war ich jetzt jüngst am Arbeiten. Tatsächlich kommt die Folge auch heute online. Hier, hinter dieser Wand. Das ist die Creeper Farm hier drin. Ah, okay. Du hast sie wahrscheinlich genauso gebaut wie wir. Mit Falltüren, also Trapdoors, Teppichen genau, und so. Es ist ja die Möglichkeit. Nur, dass bei mir halt. Sie stehen halt die Katzen in den Ecken und nicht in der Mitte. Ja. Das heißt, wir können auch gerne mal reingucken. Also die sieht ja, da sind halt ein paar Ebenen. Ja, ich weiß, die ist nicht perfekt effizient, weil die halt mit in der Pampa ist. Aber du siehst ja selber, immer mal wieder kommt ein bisschen TNT rum. Und die werden halt hier, wir können auch gerne hier reingehen. Dann tue ich meine Fackel in die Hand. Nehme ich auch kurz Silk Touch Spitzhacke gleich. So, also wie gesagt, die Creeper laufen halt hier rein, man kennt es. Landen hier unten und hier halt der Wasserfluss. So, dass man, auch wenn man sich nicht bewegt, man wird halt hiervon mit erfasst. Das kennst du ja, ne? Mhm. Dauert halt ein bisschen und ist ein bisschen langsam. Und dann mit dieser Schräge, dass man dieses schräge Wasser noch ein bisschen hat. Das ist ganz nice. Und halt hier, das ist halt genauso ausgerichtet, dass wenn hier jemand drin ist, dass auch hier zum Beispiel, du wirst halt auch nach oben geboostet, ohne dass du irgendwas drücken musst. Also du musst dich nicht bewegen und die können dir nicht klumpen. Weil, ja, wirst gleich sehen, weil es hier runter geht. Dann auf die Leiter und dann wirst du hochgezogen. Das heißt, die werden hier hochgezogen. Oh, da sehe ich gerade, hier würde ich schwimmen. Aber guck mal, hier ist noch Glas offen, muss ich ja mal zumachen. Ah, musst du aufpassen, nicht, dass da einer mal rauskommt. Das ist ja Glas dabei, wirklich, Alter. Muss ich richtig aufpassen. Naja, und hier fallen halt die Creeper runter. Ah, okay, und dann werden die auf dem Lagerfeuer quasi, kriegen die den Schaden und dann genau. Geht hier das Gunpowder. Ja gut, ich sag mal so, ne, das ist auf jeden Fall effizient so auf Dauer hin, weil du dann immer wieder zwischendurch hier deine Creeper hast, die kommen, ne? Also da hat sich auch gut was angesammelt hier mit den fast 5 Stacks Gunpowder mittlerweile. Ja genau, also ich meine, das läuft jetzt 2 Tage oder so und mir ist aufgefallen, also die spawnen ja bis 128 Blöcke Radius, ne? Ja. Die Monster. Aber das heißt auch um mich herum, ich musste hier so viel ausleuchten und dies und jenes machen. Ja, Early Boy hat ein bisschen was am Spawning verändert von den Monstern. Ja, und man hätte es am besten natürlich die Falle über dem Ozean bauen sollen, in luftiger Höhe. Das ja, so wie Basti und ich das gemacht haben. Wir haben ja eine, die über dem Ozean gebaut ist. Genau, aber die ist bei euch ja aktiv, ne? Das heißt, man muss ja schlagen. Genau, wir haben die so gemacht, dass du mit dem Looting-Schwert farmen kannst besser.
Genau. Ja, ich dachte mir halt nur so, ich bin hier sowieso viel am Machen und ich arbeite viel mit TNT, hab ja auch TNT-Kanonen gebaut. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die TNT-Kanone, die als Penis getarnt war vor Revis Haus. Nee, die habe ich nicht gesehen. Die war so geil, wenn Revi einen Block abgebaut hat, dann hat er die, weil das Ding ist, ich baue keine Fallen und trolle asozial. Revi hat sich selbst getrollt. Revi hat die einfach abgebaut und durch das Abbauen hat er den Mechanismus aktiviert, dass die TNT-Kanone losging. Okay, das ist geil. Das hätte ich gern gesehen. Das habe ich schon wieder ausgeflippt. Ja, wirklich. Oh, ich habe da, kommt da gerade was? Ja. Ja, da Hallöchen. Kommt gerade ein Creeper. Ja. Also langsam, aber sicher. Wie gesagt, die kommen halt stetig rein. Und wenn ich hier in meiner Burg ein bisschen am Bauen bin, kommt immer wieder ein bisschen was rum, ne? Ja. Ja, das sieht auf jeden Fall schon mal ganz fein aus, die Basis. Ja, das war's tatsächlich gerade schon. Ich bin noch nicht so viel. Ich wollte noch ein bisschen terraformen. Also ich finde, das ist schon ordentlich. Also wir haben uns auch schon von dem einen oder anderen Teilnehmer mal was angeguckt. Die haben halt technisch nicht so viel gebaut, wie du es jetzt tatsächlich hast. Also das ist schon eine Menge. Ja, aussehenstechnisch. Hier finde ich es eigentlich ganz geil, dass hier Kabel ist und unten diese Bricks und so. Aber ich weiß halt noch nicht, wie ich genau mit der Burg weitermache. Die Überlegung ist halt noch, hier jetzt unter mir, weil das ist sozusagen eine Ebene, dann ist da, wo die Bäume unten sind, dann soll eine große Ebene sein, vielleicht so ein bisschen mit Weizen, dies oder jenes, weißt du? Dass das so ein bisschen wie so eine Burg aus dem Boden zieht. Mhm. Das ist immer so stufenweise. Das finde ich eigentlich ganz nice. Hier, ja. Dein Nistelzweig, weil du mir die Dings da geschenkt hast. Der ist noch da. Natürlich ist der da. Ja, deswegen, hier weiß ich noch nicht genau, was kommt. So die ein oder andere Geschichte will ich halt noch bauen. Ich meine, jeder braucht eine Sugarcane-Farm. Ich will auch eine gekochte Hühnchen-Farm machen. So ein bisschen, so ein paar Kleinigkeiten. Ey, ist da nicht ausgeleuchtet? Weiß nicht, keine Ahnung. Also irgendwie kam der da jetzt gerade her. Ja, das ist das Mühselige jetzt bei der Farm. Sie funktioniert zwar, aber ganz am Anfang hat sie gar nicht funktioniert. Also nicht so gut. Und erst wo ich wirklich, ich habe bestimmt schon 30 Stacks Fackeln hier in der 128-Block-Umgebung gemacht. Und erst seitdem funktioniert die richtig. Deswegen bin ich hier wirklich teilweise stundenlang am Rumlaufen und leuchte nur aus. Ah, okay, ja, das ist natürlich auf Dauer ziemlich mühsam. Ja, weil wenn man die nämlich richtig geil, ich wollte halt, da sollte halt so eine geheime Creeper-Basis, also so eine geheime TNT-Produktion sein. Und man muss ja sagen, sie ist geheim, kriegt keiner von mit. Ja. Du bist jetzt der Erste, der davon weiß. Nicht weiter sagen. Ja, da musst du dir, glaube ich, weniger Sorgen drum machen. Ist auf jeden Fall schon nicht verkehrt. Ja, dann würde ich auch sagen, Leute, da der Server eh gleich neu startet, sind wir mittlerweile schon am Ende angekommen, wenn das alles gewesen ist. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dem Kev seine Basis findet. Und ja, den Link von ihm findet ihr, wie gesagt, ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, da du der heutige Gast der Folge bist, hast du auch das letzte Wort. Ja, Leute, habt einen schönen Tag. Dankeschön fürs Vorbeikommen. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.